Haben Sie auch so verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse wie ich zu Hause? Ich habe verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse, ich kenne mich selbst nicht mehr aus. Viele verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse gibt's auf der Welt, sicherlich. Doch solche verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse, die hat sonst niemand als ich. Passen Sie auf und Sie werden verstehen, ich erzähle Ihnen, was hier geschehen. Es war einmal im Karneval auf einem Maskenball. Da lernte ich kennen einen Mann, na, der war sofort mein Fall. Auch er hat sich in mich verknallt und noch im selben Jahr, da führte er mich schon als seine Frau zum Traualtar. Der Mann, der war ein Witwer und ich hab ihn sehr geliebt. Der hatte eine Tochter, wie es keine schönere gibt. Kaum hat mein Vater sie gesehen, hat er sie angelacht. Und bald darauf hat er sie schon zu seiner Frau gemacht. Jetzt war Papa mein Schwiegersohn, war so etwas schon da. Und meine Tochter als sein Weib war meine Frau Mama. Doch da die Dinge, wie sie stehen, noch viel zu einfach sind, bekam von meinem Gatten ich nach einem Jahr ein Kind. Das Kind, ein Bub, war jetzt der Schwager meines Herrn Papa und war zugleich mein Onkel, was ich gar nicht gerne sah. Mein Mann, der Vater meines Kindes, brachte fast sich um. Er war der Neffe seines Sohnes, ist das nicht zu dumm? Die Gattin meines Vaters hatte auch bald einen Sohn. Na, der ist ganz klar mein Enkelkind, soweit versteh ich's schon. Doch da mein Mann, der Vater, ist von meiner Stiefmama, so bin ich jetzt verheiratet mit meinem Großpapa. Und da mein Mann mein Großpapa, bin ich sein Enkelkind. Doch was daran das Ärgste ist, ich sag's Ihnen geschwind. Als Frau von meinem Großpapa, der Fall war noch nicht da, da bin ich jetzt natürlich meine eigene Großmama. Na, viele verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse gibt's auf der Welt sicherlich. Doch solche verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse, die hat sonst niemand, nur ich.